Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ja, es gibt viele Zivilisationskrankheiten. Wodurch die verursacht werden, kann viele, viele Ursachen haben. Angefangen von dem falschen Wasser oder auch Jetlag, Probleme beim Schlafen. Und die Mikrowelle scheint auch einen gewissen Einfluss auf unsere Gesundheit zu haben. Also wir werden heute mal einen wundervollen Rundumblick bekommen mit unserem Gast Karl-Heinz Wickert. Er ist Experte für Dunkelfelddiagnostik, hat schon über 50.000 Diagnosen gemacht und ich freue mich sehr, dass wir heute mal über ja, die ganzheitliche Gesundheit miteinander sprechen dürfen. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Karl-Heinz, schön, dass du da bist. Ja. Diese ganzen Rundumblick, ja, also ich weiß noch selber mit diesem Thema, wenn wir jetzt gerade mal mit der Mikrowelle starten, ja, wenn man damals, ich habe ja selber auch 20 Jahre Vorträge gehalten, die Mikrowelle in schlechtes Licht gerückt hat, da gab es ja richtig Gegenstimmen, ja, was für ein Quatsch und so. Wie war denn so dein Erlebnis mit der Mikrowelle? Ja, also hattest du mal eine? Ich hatte auch so ein tolles Erlebnis, muss ich dazu sagen. Also ich war damals Junggeselle, lebte also alleine. Und hab mir dann natürlich, als ich das gehört habe, Mikrowelle, 10 Minuten, Hähnchen gegrillt, fantastisch. Ich habe gesagt, das ist genau, was ihr kauft. Habe ich gleich mit so einem Gerät gekauft. Und zu der Zeit, ich mache ja sehr viele Kongresse auch, habe ich einen Kongress in Karlsbad gemacht, im Hotel Pupp, einen internationalen Kongress über ganzheitliche Medizin. Und naja, da waren viele Referenten dabei und da war auch ein Professor aus der Schweiz und der hat einen Vortrag gehalten, ganz merkwürdig, über die Mikrowelle, welche Schäden das macht. Und ich war so geschockt, als ich den Vortrag gehört habe und bin dann nach Hause gefahren und habe dann gleich meine Mikrowelle entsorgt. Und der hatte nämlich erklärt, dass ja die Mikrowelle, was ganz künstlich macht, sie macht ja, die Wassermoleküle werden ja ganz stark erhitzt und dadurch denaturiert die ganze Nahrung. Und dadurch, erstmal wird der spinnen, wir haben normal, in der Natur ist alles rechts gedreht und das wird dadurch links gedreht. Das heißt, der Körper kann das gar nicht aufnehmen und er hat dann ein Beispiel gebracht, dass man in England 6 Wochen Katzen gefüttert hatte mit Mikrowellenkost und dass sehr viele davon verendet sind. Also da sagt, das kann ja nicht gesund sein. Und die moderne Zeit hat das dazu geführt, ich habe gerade einen Freund, der in den USA so ein Apartment hat und der hat nur eine Mikrowelle, da gibt es überhaupt gar keine Kochwelle mehr. Man heute ist ja auch, wenn man heute eine Küche bestellt, ist ja automatisch immer eine Mikrowelle drin. Das ist ja schon. Ich finde es auch ganz schrecklich in den Unternehmen, wenn ich dort Schulungen gegeben habe und auf einmal haben die angefangen, dass die Mitarbeiter keine Herdplatte mehr bekommen haben oder nichts mehr zum Erhitzen außer eine Mikrowelle. Das war für mich natürlich als Referentin das Super-GAU, weil Das Gleiche haben wir auch. Also ich habe ja diese 15 Jahre italienische Therapie für Ärzte und Heilpraktiker in Italien gemacht. Und die Ärzte sind ja auch in dieser Richtung etwas distanziert in der Regel. Und dann habe ich gesagt, grundsätzlich, ich habe mir die Küche vorangeguckt, weil wir da schon jahrelang waren, die haben keine Mikrowelle gehabt. Und dann passierte Folgendes, die sitzen alle am Tisch. Und du kennst ja, die Lisa hat ja so einen Klingelton, zack. Und dann sagt einer, ah, ihr habt ja doch eine Mikrowelle. Ich dachte, Moment, aufstehen, in die Küche gehen, sofort rein, damit das geklärt war. Das war nur so eine Schaltuhr, die der hatte. Ne? Ich sage, hier in der ganzen Küche gibt es keine Mikrowelle. Weil wir haben da in Italien, muss ich sagen, direkt, das war da an der Adria direkt, das Bellaria, das ist in der Nähe von Rimini, wunderschöner Ort. Wir kriegten den Fisch frisch, wenn die nachts gefangen waren. Also wirklich tolle Kost, kann man sagen. Und das habe ich den allen vorher gesagt, also solche Sachen gibt es bei uns nicht. Ne? Und da haben die sehr viel Wert drauf gelegt, weil die kommen ja aus der Medizin direkt und die sagen, also wir sehen ja, was damit passiert. Aber es verändert die Nahrung und es nimmt auch den Energiegehalt weg. Das heißt, du hast gar nicht das, du hast immer Hunger. Das ist auch der Punkt. Wir müssen immer davon ausgehen, dass unser Gehirn erst 15 Minuten braucht, um zu erkennen, das Signal für Hunger weg ist. Das heißt, wenn ich in 15 Minuten schon alles aufgegessen habe, hat das Gehirn noch gar nicht die Information bekommen. Ich bin satt. Und wir müssen vielleicht davon weggehen. Die Leute sagen, ich bin satt. Nein, ich muss gucken, ob ich Nährstoffe aufgenommen habe, die auch meinem Körper Energie bringen. Warum sind die Leute denn heute so erschöpft? Weil sie Sachen essen, was im Grunde genommen dem Körper mehr Energie kostet, als er davon bekommt. Also so würde gar kein Auto funktionieren. Nee, also es muss das Verhältnis sein, der Wirkungsgrad ist entscheidend. Ja. Und da ist der Organismus ganz sensibel, muss ich sagen. Nur der wird, wenn du ständig immer solche Sachen zu dir führst, also Sachen, die Fertiggerichte sind, die so viel Transfette drin haben, die deine Gefäße
auch der Cholesterinspiegel, der immer wieder so in den Vordergrund steht. Der Cholesterinspiegel hat ja auch eine andere Funktion. Der hat ja eigentlich eine Schutzfunktion. Das heißt, deine Gefäße, die innen drin sehr glatt sein sollen, damit die, wenn die ja raus sind, können die ja Thromben bilden. Dann hast du Thrombosen, Embolien und so weiter. Das ist ja das, was eigentlich die Natur immer wieder versucht zu regulieren, also der Körper. Und natürlich, wenn der Cholesterin sich erhöht, dann muss man sich auch mal die Frage stellen, hat es wirklich was damit zu tun? Oder ist es nur so, dass ich so viel Stoffe zu mir nehme, die nicht gut für meinen Körper sind, dass der Körper versucht, diese Schicht wieder auszubauen? Ich habe nämlich von Leuten, die Operationen gemacht haben, mir Bilder mal angeguckt, die die Gefäße ja aufgeschnitten haben. Und dann sieht man richtig, wie die Gefäße innen drin richtig so rau sind. Und dann kann man sich vorstellen, wenn die Blutplättchen da durch, die roten Blutplättchen durchgehen, dann bleiben die hängen und dann gibt es die Entzündungsprozesse. Also das heißt, da ist schon ein ganz großer Punkt dran. Ja. Das ist ein ganz entscheidend dafür. Und diese Transfette lagern sich auch ein im Körper. Das sind ja Sachen. Und das ist, ich habe mir natürlich, bevor ich diese Ernährungsausbildung also konzipiert hatte, bin ich ein halbes Jahr quer durch Deutschland gereist und habe mir mal angeguckt, wie alles hergestellt wird. Ich habe damals für eine Zeitung gearbeitet, eine Bio-Zeitung, und habe so Berichte geschrieben darüber. Und dann habe ich gedacht, so habe ich, weil ich ja im Dunkelfeld immer wieder gesehen habe, oder jetzt kann man sagen, ich habe gesehen, dass das Blut bei den meisten Leuten immer schlechter wurde. Also wenn ich denke, vor 40 Jahren haben wir von 20 Blutbildern 18 gute gehabt und 2 schlechte. Und heute hast du das, kannst du sagen, es gibt kaum noch einen. Ich habe gerade vor kurzem noch einen, muss ich sagen, einen ganz tollen Bekannter von uns, der also Sport treibt, aber auch so regelmäßig. Der ist auch selber speziell für Sport. Der aber auch diesen Hochleistungssport nicht direkt macht. Und der hat das beste Blutbild gehabt, muss ich sagen. Nach 20 Stunden waren keine weiteren Strukturen drin. Das ist schon selten. Der macht auch dieses Intervallfasten. Ja. Schreibt auch gerade ein Buch darüber. Vielleicht mal interessant, wenn der das mal fertig hat. Mhm. Weil das halte ich für ganz gut. Auch gerade, wenn man älter ist, sollte man grundsätzlich abends spät nichts mehr essen. Weil wir haben ja darüber gesprochen, in einem anderen Interview mal kurz, dass der Magen kaum noch Magensäure bildet. Und wenn ich dann natürlich die Organe damit belaste, also die Ideal ist wirklich, dass man so um 17, 18 Uhr das letzte Abendessen würde. Und man sollte natürlich zur Nacht noch mal ein Eiweiß zum Schluss nehmen, sagen wir einen Löffel Quark oder Joghurt. Warum? Damit der Körper nachts nicht auf Kohlenhydrate umschaltet. Das ist ja so eine Einbahnstraße. Du hast einmal das Insulin, das heißt, es gibt ja den Gegenspieler von dem Insulin, ist ja Glucagon. Das heißt, wenn du abends mit Kohlenhydrate nicht aufhörst, dann läuft dieser Insulinspiegel weiter. Aber wenn du mit Eiweiß zum Schluss blockiert hast, dann geht der Glucagon. Das heißt, es geht in die andere Richtung und dadurch geht die Fettverbrennung funktioniert nachts. Also du kannst im Schlaf abnehmen. Das also die Gluconeogenese. Genau, dann richtig, angeguckt. Ne? Kriege ich das auch hin, indem ich diese Presslinge dann zu mir nehme abends? Ja, aber die Presslinge würden dich wieder wach machen. Das wäre nicht so gut. Okay. Also das wäre das Einzige. Aber ansonsten würde es so funktionieren. Aber man kann eigentlich nur einen Löffel Joghurt oder so nehmen. Auch beim Joghurt kann ich nur den Leuten empfehlen, mal auch mal selbst herzustellen. Weil den anderen Joghurt, den du heute kaufst, der ist wärmebehandelt. Und die Bakterien, die in dem Joghurt da drin sind, die Kulturen, die sind also nicht die aktiven, die man eigentlich im selbst hergestellten Joghurt hat. Und da muss man wissen, dass diese Bakterien da drin nur eine Wirkung haben, die kurz mal eben, was? Ja, du hast da so einen Trick. Das ist auch was ganz Spannendes. Ferrum Phosphoricum. Ja, genau. Gell? Bei Heiserkeit. Wenn die Stimme mal weggeht. Ja, ist ja auch spannend. Mit den Schüsslersalzen gibt es ja auch ganz viele Untersuchungen, wo ich ja wirklich mit Magnesium, die heiße ja. 7, Silizium, den ganzen Knochenstoffwechsel, Kalium könnte ja auch helfen bei der Verdauung. Was gesagt haben, einmal für die Nerven und gleichzeitig, damit du diese Inkontinenz auch wegbekommst. Ne? Ja, also nicht ich. Du nicht, aber um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nein, das war jetzt verkehrt. Oh Gott, nee. Na, den lassen wir als Gag drin. Ja, damit man die Inkontinenz wegbekommt, soll ich das sagen, um Gottes Willen. Oje, oje, oje. Nee, aber es ist schon spannend, was mit Schüsslersalzen, kannst du das dann auch im Dunkelfeld erkennen? Nee, also die Schüsslersalze muss man sich so vorstellen, hat mein Chef immer gesagt, das ist ungefähr bei der Suppe die Gewürze. Die brauchst du oben drauf. Also wir haben sehr viel gerade in der Klinik, da wo ich gearbeitet habe, mit den Schüsslersalzen, die gab es immer dazu.
Jeder kriegt ein Schüttersalz. Gerade Magnesium, Phosphoricum kann man ganz gut erkennen, wenn die Leute zum Beispiel Stuhl haben, der so wie Schafskot ist, so Kügelchen ist, dann haben die meisten Magnesiummangel. Und der Vorteil ist, Magnesium mit dem Schüsselersalz, Magnesium Phosphoricum, hat ist keine Antagonistenwirkung. Das kann jeder aufnehmen. Manchmal, wenn du zu viel Magnesium nimmst, kannst du wieder, sind die Gegenspieler. Aber das passiert bei Magnesium, Phosphor nicht. Phosphor ist der Energieträger und dadurch funktioniert das mit dem Magnesium. Also abends, wenn man ins Bett geht, ist es sehr gut, Magnesium zu nehmen, weil es entkrampft den Körper, also auch Wadenkrämpfe. Aber Wadenkrämpfe können auch eine andere Ursache haben. Die können zum Beispiel sein, wir haben es in Italien erlebt, wenn die Leute lange in der Sonne waren, dann verbraucht der Körper viel Kalium. Da muss wieder Kaliumphosphoricum nehmen. Also muss man gucken. Man kann nicht sagen, aber gerade muss ich sagen, alle Leute, die mit Computern arbeiten, denen kann man empfehlen, Magnesium gut zu nehmen und Silizium, Silicea, also das Nummer 11, ist sehr gut. Ist nicht nur für die Haut da, ist auch für die Konzentration sehr wichtig. Also Kalium, auch Schüler in der Schule, die Schwierigkeiten haben, denen sollte man Silicea geben und noch Kaliumphosphoricum im Wechsel. Und dann möglichst, das ist so, was ich immer gelernt habe, man muss immer auf den Reiz auch eine Möglichkeit haben zu antworten. Also nicht jetzt 10 Stück an dem und dann nehmen und so weiter. Viel ist nicht viel. Also das heißt, du brauchst, wenn du da mal ein Kind in der Schule ein bisschen Konzentration hast, nimm es 2, 3 Lutsches am Tag. Das ist ja so, die kann ja jeder lutschen. Die haben auch keine Nebenwirkung. Ja. Also schlecht kann es dir nur werden, wenn den ganzen Eimer isst. Dann kriegt man Durchfall. Das ist von dem Milchzucker. Aber ansonsten passiert gar nichts. Also die Schüsselsalz sind ideal. Also das ist schon eine ganz tolle Möglichkeit. Mhm. Auch jetzt gerade, wo die Leute eben versuchen, mit vielen Fast Food kann man das gut ausgleichen. Ne? Dass man wieder Kalium genug zuführen kann. Und das geht schon sehr gut auf jeden Fall. Flüssigkeitszufuhr ist ja auch so ein spannendes Thema. Das sieht man ja eigentlich auch im Dunkelfeld, oder? Ja, eher nicht so weniger. Ganz. Das habe ich ja gesagt. Das ist ja das, was die Leute oft sagen, wenn sie Geldrollen haben, dass sie sagen, ich habe gerade zu wenig getrunken. Ah, okay. Ja, das hat damit nichts zu tun. Aber man kann sich auch eine ganz gute Regel merken. Also man sollte auch nicht zu viel flüssig auch Wasser trinken, weil das belastet auch die Nieren. Es gibt ja eine tolle Regel, dass eben 0,3 Liter pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, wenn einer 70 Kilo wiegt, dann muss er 2,1 Liter an Wasser eigentlich trinken. Und Wasser ohne Kohlensäure, alles andere kann man vergessen, weil Wasser mit Kohlensäure ist eine gesättigte Lösung und kann nichts aufnehmen. Wir wollen ja mit dem Wasser die Entgiftungsfunktion haben. Und das geht nur mit Wasser ohne Kohlensäure. Und natürlich, das Beste ist natürlich hexagonale Wasser, das muss ich immer wieder sagen, wir haben das ja auch bei uns, das ist natürlich fantastisch. Ne? Gestern hatte ich die Frage bekommen, was passiert denn, wenn ich mein Mineralwasser mit Kohlensäure befelde? Also das, dann dachte ich mir, das ist irgendwie ein bisschen Ollnacher Tee tragen, das ist so, also das halte ich nicht so für gut. Ne? Also das sollte man also nicht machen. Aber man muss immer dran denken, dass das Wasser, was aus den Leitungen kommt, wenn es in hohem Druck verarbeitet wird, dann ist es immer schlecht. Dann funktioniert es nicht mehr. Dann haben wir nicht das drauf. Und die Wasserwerke, die untersuchen nur 80 Stoffe. Deshalb ist auch, wenn man preiswertes Wasser kauft, immer noch besser, weil es ja immer an der Quelle abgefüllt wird. Das ist der Vorteil dabei. Ne? Also wenn ich jetzt, ne? Aber Wasser mit Kohlensäure, es war auch interessant, dass ich war auf Mallorca und da sagten die Mallorquiner, also seitdem die Deutschen ist, haben wir erst das Wasser mit Kohlensäure. Früher kannten die das gar nicht. Weil damit kannst du den Körper nicht entgiften. Ne? Ja, ich fand es jetzt auch schade. Ich habe jetzt auch gesehen, dass die Discounter diese günstigen Wassermarken, die wirklich eigentlich gut waren, die Quellen, mit Fluorid angereichert haben. Ist natürlich für das Gehirn auch nicht so. Das soll nicht sein. Fluoride sollte man gerade weglassen. Wisst ihr auch von der Zahnmedizin her oder so. Das ist also nicht so das Ideale ist, die Sachen. Und die werden, das sind ja auch alles so Abfallprodukte aus der Industrie, die dann irgendwo eingesetzt werden. Ne? Der Kunstdünger ist ja zum Beispiel auch, das wissen die Leute auch meist nicht, wie ist er eigentlich entstanden. Als nach dem Krieg noch so viel von den Bomben über war, von dem Material, dann hat man gesehen, dass dieser Kunstdünger auch funktioniert. Ne? Und wir müssen davon ausgehen, wir haben das Getreide ja auch verändert. Durch die Mähmaschinen ist das Getreide ja niedrig geworden und dadurch hat es viel mehr Schadstoffbelastung. Weil früher, als ich noch Kind war, kennst du vielleicht auch noch von Jürgen Drews ein Bett im Kornfeld. Das geht heute gar nicht mehr. Das Bett wird zu ganz, wird sie gerne sehen. Das ist so, müsst ihr schon so ein niedriges Bett haben, ne? Das heißt, wenn die Ähren, wie die früher so hoch waren, dann bewegen die sich im Wind. Und dadurch konnten die sozusagen, auch die Pestizidbelastung ist ganz anders gewesen, als wenn das Korn so niedrig ist. Nur weil die Mähmaschinen das will. Also wir haben die Natur total verändert. Ja. Und vielleicht interessant ist, gerade wenn wir bei Korn sind, sind natürlich Haferflocken ganz interessant. Weil Haferflocken ist das einzige Getreideart, die man nicht lange einweichen muss. Wenn du zum Beispiel immer so eine
so ein Gefäß, also morgens als Frühstück machst, dann ist es ideal, wenn du mal einen Roggen nehmen würdest, musst du es abends einweichen, ist auch schwer verdaulich für uns. Und wir müssen immer davon ausgehen, was vielleicht auch so ein bisschen verkehrt gedacht wird, wir sind keine Körnerfresser. Das heißt, wir haben nicht wie die Vögel eine Bursa, die das auflösen kann. Wenn wir Körner essen, das habe ich immer, wenn ich früher Vollkornbrot, denken die Leute immer Körner. Mhm. Dann setzen sich im Dünndarm, du hast ja im Dünndarm so Zotten, ja, und die setzen sich dazwischen und verpilzen. Dann verpilzt du den Darm. Mhm. Die keimen ja weiter. Das ist ja beim Korn so, du kannst ja Korn hunderte Jahre liegen lassen. Sobald ein Tropfen Wasser machst, fängt das an zu keimen. Und das passiert hier wieder auch. Das ist genau verkehrt, also was wir essen. Wenn, da muss geschrotetes Korn sein. Ne? Oder gekeimtes Korn, oder? Wenn ich es davor keimen lasse? Ja, also ich würde immer grundsätzlich sagen, also wenn geschrot, gemahlen ist das Ideale. Okay. Nur bei den Haferflocken, das muss man auch wiederum sagen, ist es so, wenn du fertige Haferflocken kaufst, auch Bio, ich hatte früher zwei Bio-Geschäfte, die habe ich so in der Anfangsphase, als diese Bio-Welle kam, war das für mich ganz interessant, diese so Geschäfte aufzubauen. Und nachher kamen dann die großen Ketten, dann habe ich zugemacht, weil das hast du gar keine Chance. Und da wurde es auch so ein bisschen nicht mehr so alles Bio. Verstehst du, heute wird ja auch so, ne, so eine Zwitter geworden. Aber da habe ich den Leuten immer erzählt, ihr müsst euch eine Flockenquetsche kaufen und die Haferflocken selbst machen. Weil auch die gekauften, auch die Bio sind alle wärmebehandelt. Das geht gar nicht anders. Wenn ich meine, wir haben so eine normale Flockenquetsche, die kannst du mit einer Hand kurbeln. Für so eine Person brauchst du 4 Esslöffel. Man muss natürlich dann, das ist ganz wichtig, spelzenfreien Hafer kaufen oder bei uns heißt der Nackthafer, weil sonst hast du die Spelzen, muss ich mal spucken, das wäre nicht so gut, wenn die Spelzen. Und dieser Nackthafer, der wird von dieser Davat-Mühle, kennt ja viele, die Bioläden kaufen, der ist sehr schön, dann machst du, kannst du den durchgehen, dann machst du einfach nur Wasser drüber, den lässt du eine halbe Stunde quellen und dann kannst du den schon essen. Mhm. Und dann hast du, ein Pferd lebt gut von Hafer, ist sehr leistungsfähig, also du hast alles drin, du hast die ganze Vitamin-B-Palette drin, du hast die Mineralien, Mangan, Zink, Kupfer, alles drin, also im Grunde kannst du dich mit Hafer ernähren? Also wir essen morgens früh oft, also kurbel ich das durch, halbe Stunde stehen lassen, dann mache ich noch ein paar Sultanin oder irgendwelche Weintrauben mit rein, dass es ein bisschen süßer ist. Und eine Stunde kannst du es quellen lassen und dann kannst du es essen. Und auch nicht aufkochen. Alles, was du aufkochst, erhitzt du, ist die Wirkung weg. Das muss man wissen. Also diese Kochen, was wir alle so kochen, ist dieses nicht das Ideale. Nee, es müsste eben, ne? Das ist auch ganz wichtig. Und damit kannst du wirklich, man kann das auch testen. Wir haben das meist in diesen Ernährungsberater-Ausbildung gemacht. Gesagt habe, ihr frühstückt heute mal nicht. Wir machen jetzt selbst die Haferflocken. Und dann haben die Leute mittags gesagt, um 1 Uhr, du, ich habe gar keinen Hunger für Mittagessen. Mhm. Also es ist ein ganz großer Unterschied, als wenn man die fertigen kauft, die da sind. Ne? Also ist auch keine große Arbeit. Und im Grunde genommen kann das eigentlich jeder machen. Und da braucht man auch kein elektrisches Gerät für. Mit dieser Handkurbel kann man das Ganze für eine ganze Familie machen. Das, ne? Und diese Kurbel, die haben wir jetzt schon fast 15 Jahre, die hält ewig. Sind ja nur Walzen. Ne? Du kannst sie natürlich nicht 3-4 Tage stehen lassen, dann schimmeln die auch. Daran siehst du, dass eben die du kaufst, die schimmeln ja nicht. Die kann ich ja halb in eine Tüte lassen. Ne? Mhm. Wenn du eine Maus hast, frisst es eher die Plastiktüte als die Haferflocken. Ne? Weil die Maus schon weiß, das ist nichts Gescheites. Also die Tiere sind manchmal schlauer wie die Menschen in der Richtung. Ne? Ist wirklich so. Ne? Ja. Ne? Wir hatten noch das Thema Schlaf, Jetlag. Da beziehe ich jetzt aber auch Schichtarbeit mit rein oder auch Schlafstörungen. Ja, genau. Also Schlaf bin ich von überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass die Menschen abends WLAN abschalten. Also wenn du WLAN nachts anmachst, dann kommst du nicht in die Tiefschlafphase. Mhm. Und übrigens, ich frage mich nur, warum braucht einer nachts WLAN? Wenn er schläft, geht er nicht an den Rechner. Ist also totaler Schwachsinn. Also wir haben eine Schaltuhr dazwischen, das schaltet sich automatisch ab und kann sich morgen wieder einschalten. Weil wenn du nicht in die Tiefschlafphase kommst, dann hast du immer Probleme. Und das ist bestimmt auch ein Grund dafür, wir haben noch nie so viel Schlafapnoe, also Aussetzer gehabt wie heute. Das hat damit zu tun, das hat einmal damit zu tun, dass das Gaumensegel erlahmt. Das hat auch mit vielen Sachen zu tun, aber das hängt mit dem WLAN zusammen. Und das Interessante, das Bundesamt für Strahlenschutz in Deutschland schreibt auf seiner Internetseite, ganz lustig, stand drin, da, wo Kinder im Haushalt sind, sollte kein WLAN sein. Ja, dann frage ich mich, es gibt überhaupt keinen Haushalt ohne WLAN mehr. Ne? Mhm. Und wenn die Leute mit dem Argument dann kommen und sagen, naja, der Nachbar hat ja WLAN an. Also ich war das wie mit dem Mülleimer. Also fang du an und nicht bei dem anderen an. Und wenn du dann noch so ein DCT-Telefon hast, was die ganze Zeit funkt, weil das funkt ja immer wieder und das Handy macht es ja genau das Gleiche. Und das haben die noch am Bett liegen. Ich habe jetzt von einem Patienten gehört, der hat gesagt, ja, der kann nachts nicht einschlafen, der hat Hörbücher, dann macht er auch WLAN
und schläft dann mit den Hörbüchern an und wundert sich, dass er überhaupt nicht mehr richtig schlafen kann und dass er diese Atemnot oder weiter kriegt. Also das kann man nur den Leuten empfehlen. Ich meine, ich habe auch ein Handy, wir haben auch ein Auto, das ist okay, aber wir haben dann eine Bluetooth-Anlage. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, dass die Leute das Handy noch am Ohr halten, weil du musst so eine Temperaturerhöhung hast, du hast ja die Hypophyse dazwischen und die wird unheimlich belastet, auch die Zirbeldrüse. Also man sollte möglichst das Handy, wenn man es hat, das machen viele junge Leute jetzt auch, die tragen es in der Hand oder haben dann Kabel dran oder du machst es eben mit Bluetooth. Es ist immer besser, als am Ohr zu halten. Also das ist auf jeden Fall, da gibt es auch Studien drüber, aber die sind da nicht so in der Öffentlichkeit. Ja, jetzt, die Bluetooth-Ohrstöpsel, die sind auch schon gefährlich. Das ist aber noch der geringste, sag ich mal. Es gibt ja auch zum Beispiel, das gibt es im Internet, habe ich auch gekauft, das ist sozusagen wie so ein Stethoskop, wenn du das kennst. Ne, da hast du sozusagen hier der Lautsprecher und das wird über das Röhrchen auf das Ohr übertragen. Da hast du überhaupt keine Belastung. Und wir haben uns auch so ein spezielles Messgerät gekauft, kostet über 400 Euro, da kann man diese Strahlung messen. Und wir hatten zum Beispiel, meine Lebenspartnerin Michaela hatte eine Praxis, direkt wussten wir gar nicht, also wir hatten ein Hochhaus ist gegenüber und da waren Antennen drauf. Und sie wurde auf einmal ganz schwer krank. Die hatte also die Praxis so gegenüber. Ich hatte aber nicht gedacht, dass die Strahlung, ich habe gedacht, die geht oben drüber weg, aber die gehen manchmal auch in die andere Richtung. Und die wurde ganz schwer krank, das Blutdunkelfeld wurde ganz schlecht und auch die Blutwerte wurden schlecht. Und dann eine Bekannte gekommen und die hat dieses spezielle Messgerät mitgebracht und hat dann gemessen, hat gesagt, du, die Strahlung müsste 100 sein, ihr habt hier 2000. Und dadurch ist sie krank geworden. Dann haben wir natürlich im Anfang, wir konnten ja nicht gleich da ausziehen aus der Praxis, was haben wir gekauft? Wir haben uns Fliegendraht gekauft, Metallglatt, da geht das nicht durch. Das habe ich dann mit dem Gerät gemessen. Aber es ist ja, Fliegendraht hat den Nachteil, dass es sehr dunkel ist. Du kannst nicht richtig durchgucken. Dann hat sie natürlich, nachdem wir da gekündigt haben, haben wir eine andere Praxis und dann ist auch wieder gesund geworden. Daran sehen wir in unserer eigenen Situation heraus, was das für eine Belastung ist für uns. Ne? Mhm. Und das kann ich nur jedem empfehlen, auch bei den Kindern aufzupassen, dass die nicht ständig mit dem Handy da am Ohr halten. Ne? Weißt du, was es mit diesem Glasfaser auf sich hat? Ja, die Glasfaser, die sieht ja bei uns auch jetzt überall in den Licht. Die funktioniert ja schneller und du kannst riesen Datenmengen übertragen damit, das auf jeden Fall. Aber in Italien ist auch interessant, ist immer niedrige Strahlenbelastung als in Deutschland gewesen. Mhm. Und es gibt ja in Italien auch einen Prozess, vielleicht mitgekommen hast damals, der geklagt hatte, dass das als Arbeits anerkannt, als Rente hatte dafür bekommen. Und auch eine hohe Entschädigung, weil der Richter gesagt hat, der hat immer mit dem Handy telefoniert. Und das ist doch beschwerend. Das wird hier in Deutschland zwar nicht drüber geredet, aber in Italien gab es so einen Prozess, der auch gewonnen worden ist von dem Arbeitnehmer, der das als Belastung hat. Ne? Also das ist schon nicht so ohne. Und vielleicht, weil wir gerade auch mit Jetlag nochmal sagen wollen, wenn wir nach Amerika fliegen, ist ja eine Zeitzonenunterschied. Da gibt es zwei Möglichkeiten, dass man einmal, wenn man ankommt, also schon vorher so ein bisschen sich programmiert, seine Uhr einstellt auf die Zeit da. Entweder ist man viel in der Sonne, dann reguliert sich die Uhr am schnellsten. Oder man kann auch einen T-Bone Steak essen. Das funktioniert auch sehr gut. Ey? Ja, da sind Aminosäuren drin und so weiter. Und das reguliert auch sehr gut. Also wenn du da hinkommst in Amerika, so ein riesengroßes Steak mal zu essen und so, dann reguliert die Uhr auch. Wir haben nämlich oft, ich habe früher mal Referenten aus USA nach Deutschland geholt, da haben die den Jetlag ja auch. Da bin ich mit denen, weil wir wussten, am Nachmittag um 16 Uhr einen Vorteil, habe ich gesagt, der wird vom Flugplatz abgeholt und wir laufen mit dem durch den ganzen Tag durch Frankfurt, damit der ja nicht sich hinlegt, weil da kommt er nicht wieder hoch. Und dann spricht er durcheinander und dann denken die natürlich, ist denn der, das hängt damit zusammen. Der Jetlag ist nicht so ganz ohne. Ne? Ja, ja. Also deshalb sollte man im Flugzeug, wenn man eine lange Reise macht, würde ich auch empfehlen, auch wenn die Leute das nicht meinen, auch der Stau in den Beinen und so weiter, ist nicht so ganz ohne. Wenn man natürlich nicht Luxusklasse sitzt, da kann man sich auch sagen. Aber wenn man so in den Malen sitzt, ist nicht sehr gut. Also dass man nicht so einen Blutverdünner nimmt, aber dass man irgendwas nimmt, dass die Durchblutung besser ist. Chili. Ne? Ja, kann man nehmen, auf jeden Fall. Aber das ist ja, ist auch so lustig. Ich habe immer gefragt, warum man im Flugzeug Tomatensaft trinkt. Und da gibt es eine Untersuchung drüber, dass die Leute diese Erdverbundenheit haben. Das habe ich nicht gewusst. Das ist interessant, ne? Weil Tomate ist ja Erde und du bist im Flieger und ich habe gedacht, das ist möglich, aber es ist wirklich so. Aber es stimmt auch. Ich trinke auch im Flugzeug echt gerne Tomatensaft. Das ist eben merkwürdig. Das war auch interessant, dass die Studie bewiesen hat, dass sie alle gesagt haben, ja, irgendwie habe ich so ein Erdgefühl damit. Ja, ne? Du machst dann noch Pfeffer, Salz rein und dann noch was Scharfes. Scharfes darin, ne? Hast du dann auch für die Blutung also besser auf jeden Fall. Ne? Vielleicht darf ich noch mal, weil wir auf Ernährung noch mal zu sprechen kommen.
Es gibt so eine, Leute, die sagen, was muss ich denn alle essen? Da gibt es eine ganz einfache Regel. Man sollte eigentlich essen ein Drittel, was unter der Erde wächst, ein Drittel, was auf der Erde wächst und ein, was über der Erde wächst. Dann hast du eigentlich die richtige Regel. Also die Natur hat das auch schon so angelegt. Wenn du zum Beispiel rote Beete isst, ja, die schmeckt sehr erdig. Dann, wenn man Apfel dazu nimmt, was auf, also über der Erde ist, hast du eine ganz andere Möglichkeit. Deshalb ist ja früher so das Kindergericht, kenne ich so, Himmel und Erde. Du hast Kartoffeln unter der Erde und von den Bäumen die Äpfel. Also die Kombination ist immer interessant. Man muss immer gucken, ein guter Koch weiß das, der nimmt was von da und von da und von da, nicht nur von einer Seite. Das ist ganz gut. Also zu Kartoffeln isst man ganz selten rote Beete. Ja, ne? Man aber nimmt so Rotkohl mit Apfel oder so. Ja, ich denke, das geht. Ja, genau. Ja. Auch. Immer, man nimmt immer diese Kombination und deshalb kann man sich das ganz gut merken. So ein Drittel unter zwei, ne? Hast du da so einen guten Maßstab? Weil immer in den Kursen und in den Vorträgen wurde immer gefragt, ja, was mache ich denn? Wie kann ich? Und ideal ist natürlich, wenn es aus der Region ist, was hier ist. Weil die Wege, da hat man Untersuchungen gemacht, dass da nichts mehr drin ist. Und deshalb finde ich ja jetzt ganz toll diesen Grini so schön, den es ja gibt, den ja viele von euch auch vielleicht in Vorträgen gesehen haben. Ja. Dann hast du deine eigenen Sachen zu Hause. Und dieser Baum, den wir haben jetzt auch gerade gekauft, der entspricht einem 60 Quadratmeter Gartengrundstück und du hast den in der Wohnung, das ist eigentlich für mich die Zukunft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir waren nämlich da, haben uns das mal angeguckt, die Erdbeeren schmecken ja, das ist ja, also das ist ja eine Pracht und das kann ich nur empfehlen, also das ist eine tolle Sache und ihr habt ja schon einige Sachen darüber gedreht, ne? Ja. Die sind schon, also das ist meiner Sicht die Zukunft, weil wir werden immer mehr dazu kommen, die Logistikfelder, das wird sich verändern. Ich weiß zum Beispiel, bei uns keine Brotung kennen viele in Deutschland, das ist ein Getränk gewesen. So ein Milchsäuregetränk, ne? Und da habe ich gesagt zu dem Herrn Kanne, warum machen Sie das denn zum Beispiel in Einwegflaschen? Da hat er gesagt, wenn ich das in Mehrwegflaschen mache, die Flaschen kann man nicht richtig spülen und die Logistik, wenn ich die in der Schweiz bringe, muss das wieder zurückbringen. Das ist so viel Umweltbelastung, dann ist es besser, man macht es in dieser Struktur. Also das heißt, das ist, glaube ich, was wir jetzt, wenn wir so ein bisschen nachhaltig denken, dann sollten wir auch da anfangen. Aber wir sollten dann auch anfangen, dass wir, was nützt das, wenn ich im Bioladen gehe und ich kriege Käse dann in Folie eingepackt. Also das passt alles irgendwie nicht ganz richtig. Naja, genau. Ne? Da ist, glaube ich, wenn so ein Paradigmenwechsel da ist, dann muss der auch wirklich konsequent sein. Und ich sehe jetzt schon bei uns in den Supermärkten, kannst du, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, nur noch Einkaufstüten, die eigentlich nicht mehr aus diesem Material sind, ne? Weil wir wissen ja, dass die Meere verschmutzt sind. Und ich habe mich immer gewundert, warum so viel auch im Meer da rumschwimmt von diesen Plastikflaschen. Das hängt erstmal damit zusammen, dass es in den ganzen südlichen Ländern keine Pfandflaschen gibt. Das heißt, die Leute schmeißen die weg, weil da nichts was. Ja. Aber ich habe gesehen, an der deutschen Nordseeküste zum Beispiel, da achten die Leute drauf, die nehmen die Flasche mit, weil es ist ja 25 Cent wert. Warum soll man wegschmeißen? Wäre ja Blödsinn. Ja. Ne? Also, man hat ja auch dafür gesorgt, dass die Rentner darauf angewiesen sind. Das ist ja das Trauerspiel. Wenn ich mir vorstelle, dass jemand 30 Jahre Rente eingezahlt hat, muss dann Flaschen sammeln. Also, und dann sind wir in Deutschland die reichste Nation. Also ist schon sehr betraurig, muss ich sagen. Also das ist nicht so meine Welt. Nee. Das kann nicht richtig sein. Nee, da haben wir, das ist ja nochmal ein neues Thema. Ja, da brauchen wir nicht anfangen, um Gottes Willen. Ist auch nicht meine Ebene. Ja. Vielen Dank, dass du heute da warst. Schönen Rundumblick haben wir wieder gemacht und ich freue mich immer wieder, weil es einfach schöne praktische Beispiele gibt. Ja. Vielen Dank auch, dass ich hier bin. Ja, gut, danke auch. Tschüss. Danke. Ja, tschüss. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges mitnehmen von unserem Rundumblick, von Wasser über Mikrowelle und viele anderen Wehwehchen, die wir doch mit der ein oder anderen, Gesundheitsinformation vielleicht dann doch wieder in den Griff kriegen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.